Hallo und herzlich willkommen zum heutigen frühen Stream am Sonntag. Ich habe nicht so viel Zeit und das wird auch die einzige Zeit heute sein, wo ich das ein bisschen machen kann. Deswegen probiere ich jetzt hier die nächste Stunde mal mit dem Dodge Challenger auf Rekordjagd zu gehen. Wie weit wir da kommen, weiß ich nicht. Ich gucke mir es einfach mal an. So, wir wollen aber erstmal die Einstellung beim Rennen ändern. Drei Runden sind zu wenig, man muss schon fünf fahren. So, dann gucken wir schnell. Reibungsassistent ist aus, gut. Jetzt fahren wir einfach mal ein paar Testrunden, um zu gucken, wie unser Stand überhaupt da ist, ja. So, ja, da bräuchte man natürlich noch die richtige Strecke. Wir fahren natürlich Hockenheimring. Den bin ich jetzt nämlich oft genug gefahren. Die Runden wieder runtergestellt. Eben hier Hockenheim gewählt. Aber jetzt. Also dieses Auto wird sich komplett anders verhalten als das Rennauto von gestern. Ich bin gespannt. Also die ersten Runde werden katastrophal werden. Also hier fahren wir normalerweise mit dem anderen Auto mit unter 19, ja. Ah, ist immer noch eine saubere Runde, ist gut. Wir müssen nämlich auch saubere Runden fahren. Wie gesagt, das wird eine Katastrophe, die ersten Runden. Okay, können wir die Liga, in der wir jetzt fahren. Das war natürlich eine schlechte Runde, sowieso. Aber 2,15. Ja,
Ich denke immer noch, saubere Runde. Und wir haben den Geist jetzt. Das ist, naja, nicht immer vorteilhaft. So, den Geist aber erstmal los. Der Challenger ist jetzt nicht so spektakulär wie das Formel 1, der Formel 1 Wagen, aber er macht halt auch Spaß, ja. Passt aber noch mit einer sauberen Runde. Ja, hier ganz schön durch. Die Kurve war echt wieder Mist gefahren, ja. Da sieht man auch, der Geist kommt gleich dran. Ja. War die Verbesserung auch nicht mehr so dolle. Also ist noch Luft nach oben. Also es war zu früh gebremst. Ja, ich bin mal gespannt, auf welchen Platz wir uns dann einreihen. Wie auch immer, es war vorher wohl besser. So, dafür ging das an mich. Das war auch wieder mehr oder weniger schlecht. Das war eigentlich soweit okay. So, die müssen wir mal gescheit fahren. Das ging. So, das scheint eine brauchbare Zeit zu werden. Also unter 2:10, ne? Ja.
Das können wir zurückspulen, damit wir eine saubere Runde bekommen. Wenn wir die erste Kurve schon verwatzen, ist es doof, ja. Aber das Ziel ist natürlich, die jetzt gleich gut zu kriegen. Und auch schneller zu fahren als der Geist. Ja, es sah gut aus, aber dann kam der Geist, ja. Also, unter 2,10 gewesen. Ist die Runde versaut, die können wir nicht mehr korrigieren. So. Das ist natürlich total Mist. Das war jetzt früher gebremst und dafür war auch früher Gas gegeben. Es war extrem früh gebremst, ja. Leider wieder über die Begrenzung gefahren. Das kann man auch recht schnell verkacken, das Spiel. Ja. Das geht also auch.
Wunde ist noch sauber. So, viel zu weit ausgefahren. Aber immer noch vor dem Geist. Nicht irritieren lassen. Auch hier jetzt nicht irritieren lassen, der wird auch gleich hier wieder vorbeischießen. Das war leider sehr unsauber eben. Da ist er wieder, ey. So, was haben wir irgendwann bei 2,9? Wir haben wir wahrscheinlich gespeichert. 2,9365. So, mal gucken, auf welchem Platz wir jetzt landen. Platz 789. Top 100 brauchst du. Knapp 6 Sekunden. Das ist schon viel. 6 Sekunden auf der Strecke sammeln. Wobei die alle hier mit dem Dodge Super B fahren, ja. Oder viele zumindest. Gucken wir mal, wer noch und der erste Challenger kommt. Ja. Ja, 16. Platz als fast 10 Sekunden schneller. Ich denke 2, 3, vielleicht auch 4 Sekunden kann man noch rausholen, aber dann wird es eng. Eigentlich mehr Punkte. Ich frage mich, ob es danach mehr Kohle gibt. So, jetzt haben wir erstmal wieder so eine Einführungsrunde.
gut, hier habe ich das gar nicht gebremst, ja. Die ganze Zeit habe ich hier immer gebremst. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, da noch ein paar Sekündelchen rauszuholen. Die Runde ist noch sauber, können wir weiterspielen. Dann hier zu verkacken, ne? Knapp 4 Sekunden. Ich denke, das sollten wir mal heimfahren. Wir haben auf jeden Fall was verloren. Kommt unter 2,9. Naja, es wird nichts mehr. Ah. So, 9,3,6,9. Okay. Das nach Hause bringen sind wir ganz knapp an der 2,8 dran. Ah, gute Kurve immerhin. Die eine Sekunde wäre schon nicht schlecht, die nach Hause bringen würden. Das sah nicht schlecht aus, die Kurve.
Das könnte eine 2-8er werden. Ja, eine niedrige 2-8er sogar. Träge 2-8er. Der Rest war gefühlt auch ganz gut gefahren, ja. Runde ist sauber. Hier nur vom Gas gehen. Ja, jetzt vorbei. Also ich glaube, hier spielt uns die Automatik ganz, tut uns die Automatik überhaupt nicht gut. So. Sauber, ja. Trotzdem ist der Challenger vorne der Geist. Noch kann man die 2-7 knacken. Auch in der Runde noch. Muss halt vor den Geist kommen. Das geht aber nur, wenn man gescheit fährt, nicht so. Es hilft mir alles nichts, ich komme da nicht hin, wo ich hin muss. Kommst du auch nicht wirklich dran. Die 2,8 ist schon hart, ne? Sauber, saubere Runde noch. Gut, immer noch vorne, nicht viel, aber.
reicht auf jeden Fall. Jetzt hier beim Bremsen nicht verkacken. War das zu früh gebremst oder reicht das? Ja, vorher idealer gelöst. Fäng ich wieder hinten dran. Auch vorher fernmal schon gut gefahren, ja. Mist. Hat das ja echt gehofft. Nee. Ich habe scheiße gelenkt eben. Ja, komm, das reicht. Zumindest. Ah, eine 2,7er immerhin. Immer eine 2,7er. Verschenkt, schade. Da wollte ich so viele. Da wollte ich auch so viel. Jetzt ist es eh egal. War eh die letzte Runde. Und sah auch nicht so gut aus, ne? Nee. Hier kannst du nicht rollen lassen, das wird nix. Gut. Auf jeden Fall. Eine Zeitverbesserung in den 7 Runden. Damit muss man auch mal zufrieden sein. Ja, 2, 7, 9, 8, 3. Ich meine. Mal gucken, wo wir jetzt herkamen. Schon eine deutliche Verbesserung. Da haben wir einige Sprünge gemacht hier. 624. Von 10.234 Fahrern sind wir auf 1212. Ja. So, können wir mal gucken. Ja, guck mal. Challenger.
Ja, das ist der Kollege High Octane, ja. Jetzt muss man überlegen. Der nimmt mir locker 9 Sekunden ab. Und 9 Sekunden macht knapp 1.170 Plätze oder sowas, ja. Das ist schon krass. So. So, muss ich mal gucken. Okay, es geht wieder alles nicht mehr. Mit den Tuning-Einstellungen kann man wieder nichts laden. Gut. So. Ja, alles neu starten. Ich fahre ja nur auf Zeit. Ich will da nichts fahren, kann rein nichts. So kriegen wir unsere Autos wenigstens voll, unsere Autosammlung. Jetzt gucken wir uns hier mal. Ich weiß gar nicht, ob das das vom High Octane ist. So. Ein richtig beliebtes Tuning war jetzt nicht dabei. Aber dieser Raceboy, der kriegt da immer ganz gute Tunings hin. Ah, aber wir können leider nicht runterladen. Sehr schade, das. Ich meine, die Tunings können auch nicht so beliebt sein, weil wahrscheinlich hat sie keiner gefahren. Wir probieren mal das neueste Tuning zu nehmen. Mal gucken. Gucken wir uns das jetzt an, wie wir mit dem Tuning klarkommen. Hi, wie geht's? Oh, meint euch auch nicht das Beste, macht ja nichts draus. Okay. Also, ganz anderes Fahrverhalten von dem Auto, aber ganz anders als vorher.
probiere zurückzuspulen, wenn ich nicht gleich Bock habe, eine ganze Runde zu fahren. Weiß aber nicht, ob ich noch bei Start und Ziel komme. Nee, komme ich nicht, Mist. Also die Runde ist schon direkt versaut, ja. Warum muss ich denn hier bremsen? Das ist anders. Definitiv ganz anderes Fahrverhalten, heißt aber nicht, dass es schlecht ist, ja. Okay. Also hier heißt es früh bremsen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die Runde jetzt hier sauberer hinkriegen. Das Auto einmal sauber durch die Strecke kriegen. So, es waren eben 3 Sekunden. Wir sollten uns echt Mühe geben. Das irgendwie sauber durchzubringen. Dann könnte es echt eine gute Zeit geben und wir hätten einen guten Geist. Naja. Zurück. Sonst wird die Runde nicht gezählt. War auch jetzt nicht ganz toll gefahren.
Das ist nicht viel. Ich glaube, jeder hat es gesehen, zu spät gebremst. Reicht, glaube ich, nicht, um meine beste Zeit zu toppen. Nee. Das reicht nicht. Das reicht auch nicht, also. Aber sauber gefahren. Zu weit raus.
So muss es ungefähr aussehen, ja. So. Ich kann da nicht direkt in die Kurve reinfahren und das ist alles scheiße, ja, für die ganze Runde. Wird auch nichts. Wo ist hier der richtige Bremspunkt? Wo ist hier der richtige Bremspunkt? Mist, schon mal schlecht. Wie viele Sekunden uns gehen uns durch die Automatik flöten? Zu weit außen. Die Runde kannst du auch vergessen. Zu schnell noch, ey. Das gibt's doch nicht. Das reicht nicht für eine 2,7er. Nicht für eine 2,7er. Also mit dem Tuning komme ich nicht wirklich gut klar. Ist die Runde sauber, da wird eine Katastrophenrunde. Fast eine Sekunde langsamer als sonst.
war trotzdem ganz, ganz schlechte Rundenzeit gewesen. So. Jetzt mache ich was, was ich eigentlich machen sollte, wenn keiner zuguckt. Pfeifen. So, das Auto bleibt, der Kurs bleibt. So, ich bin noch nie mit Schaltung gefahren. Das wird jetzt sicherlich ein Spaß für die ganze Familie. Ich dachte, das wird ein Spaß für die ganze Familie. Über 6000 Apps wieder geschaltet werden. Ah ja, da konzentriere ich mich viel zu viel auf die Schaltung im Moment noch, aber es war klar.
Guck an, guck an. Also wenn das war jetzt die zweite oder dritte Runde mit Schaltung für mich. Ja. Und ich kam sehr nah an meinem bisherigen Heckrekord ran. Ja. Also ich sollte wirklich mehr. Wenn du noch nie mit Schaltung gefahren bist, ist das ein Unterschied, ja. Jetzt durch, ist halt so. Runde wird auch nicht gewertet, weil ich einfach irgendwo reingefahren bin.
noch immer besser hinkriegen. Perfekte Kurve war, wird man ja sehen. Aber nichts perfekt. Der hat keinen sechsten Gang. Ich wollte eigentlich einen zweiten schalten. Was war das jetzt? Gut, Schaltung braucht noch etwas, ja, aber der Anfang ist gemacht. So. Das war, glaube ich, jetzt Rekordzeit mit Schaltung, was ich vorher mit Automatik nicht hinbekommen habe. Also es motiviert mich natürlich jetzt umso mehr mit Schaltung zu spielen.
Es wird ein langer Weg sein, um das gescheit hinzubekommen. Aber der Weg könnte sich lohnen. Die Runde war eh versaut, von daher ist es völlig wurscht, ja. Den ersten Gang natürlich nicht, ja, also das ist Quatsch. So, auch wenn die letzte Runde total verwatzt war, ich bin völlig zufrieden, wie das heute gelaufen ist. 2,7025 mit Schaltung. Also es ist echt nicht schlecht. So, ich muss jetzt leider aufhören. Das war's fürs Wochenende mit Zocken für mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Restsonntag und bleibt gesund. Ich gucke mir jetzt nochmal hier schnell ein bisschen die Leaderboards an und schaue da mal weiter. Also macht's gut, bleibt gesund, bis bald mal.